In den erbarmungslosen Tagen des 15. und 16. Jahrhunderts überragte eine Figur groß und unheilvoll, eine Verkörperung des Terrors und des unerbittlichen Griffs der Gerechtigkeit, der Henker. Ein solcher Mann, Franz Schmidt, diente von 1578 bis 1617 als offizieller Henker von Nürnberg. Umhüllt von Dunkelheit hatte diese düstere und rätselhafte Person die Macht über Leben und Tod in seinen Händen. Mit einem einzigen Schwingen der Axt oder dem Anziehen der Schlinge konnte der Henker die Schreie der Verurteilten für immer zum Schweigen bringen. Es war ein Beruf, der oft Bekanntheit und soziale Isolation, aber auch eine morbide Faszination mit sich brachte. In einer dunklen Kapuze gekleidet, um ihre Identität vor dem rachsüchtigen Blick der Menge zu schützen, war der mittelalterliche Henker sowohl verachtet als auch verehrt. In einer Zeit, in der grausame Strafen wie das Brechen auf dem Rad, Vierteilen und Verbrennen auf dem Scheiterhaufen an der Tagesordnung waren, waren die Fähigkeiten und die Präzision des Henkers entscheidend für ein schnelles und, wenn möglich, gnädiges Ende. Franz Schmidt verzeichnete in seinem Leben die Durchführung von erstaunlichen 361 Hinrichtungen und zahlreichen anderen Strafen. Aber wer waren diese Männer des Todes, jenseits der blutgetränkten Gerüste und des erschreckenden Schauspiels öffentlicher Hinrichtungen? Waren sie herzlose Killer oder widerwillige Diener eines brutalen Systems? Wie der berühmte französische Philosoph Voltaire einst bemerkte, es ist verboten zu töten, daher werden alle Mörder bestraft, es sei denn, sie töten in großen Mengen und zum Klang der Trompeten. Begleiten Sie uns in die schattige Welt des mittelalterlichen Henkers und erkunden Sie die komplexe Natur Ihres Lebens und Ihrer Pflichten. Willkommen im Tagebuch von Julius Cäsar. Ein grausames Schicksal schmieden. Die Entstehung mittelalterlicher Henker. Während des Mittelalters war die Rolle eines Henkers sowohl gefürchtet als auch verachtet. Trotz des Stigmas, das mit dem Beruf verbunden war, gab es Individuen, die sich entschieden, die Vorboten des Todes zu werden. Um die Reise eines mittelalterlichen Henkers zu verstehen, ist es entscheidend, den Prozess der Ausbildung und Lehre zu erkunden, der ihr Leben und ihre Karrieren geprägt hat. In einer Zeit, in der formelle Bildung rar war, wurde der Weg zum Henker oft durch Familientradition geebnet. Viele Henker stammten aus Familien, die das Handwerk seit Generationen ausübten. Beispielsweise diente die legendäre Familie Sanson über zwei Jahrhunderte, vom späten 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert, als königliche Henker Frankreichs. In solchen Fällen lernten junge Lehrlinge das Handwerk von ihren Vätern oder anderen männlichen Verwandten und gaben das düstere Erbe der Familie weiter. Lehren begannen typischerweise in der frühen Adoleszenz, wobei der junge Lehrling dem Henker B. verschiedenen Aufgaben assistierte. Diese Aufgaben reichten von der Durchführung einfacher Hinrichtungen, wie dem Hängen oder Ertrinken, bis hin zur Assistenz B. komplexeren und grausameren Methoden, wie dem Vierteilen. Die Lehrlinge lernten auch, die Werkzeuge ihres Handwerks zu pflegen und instand zu halten, wie das Schwert des Henkers, die Axt oder sogar die frühen Versionen der Guillotine. Eine berühmte historische Figur, die diese Art von Ausbildung durchlief, war Franz Schmidt. Geboren 1555 im heutigen Deutschland, war Schmidt der Sohn eines Waldarbeiters und eines verurteilten Wilderers. Im Alter von 18 Jahren wurde er bei seinem Stiefvater in die Lehre geschickt, der Henker war. Im Laufe der Jahre verfeinerte Schmidt seine Fähigkeiten und wurde schließlich 1578 zum offiziellen Henker von Nürnberg ernannt. Er bekleidete dieses AMT 45 Jahre lang und hielt seine Erfahrungen in einem Tagebuch fest, das einen seltenen und wertvollen Einblick in das Leben eines Henkers zu dieser Zeit bietet. Während ihrer Lehre würden angehende Henker verschiedene Formen von Bestrafung und Hinrichtung beobachten. Sie würden sich auch mit den begleitenden Ritualen vertraut machen, wie das Vorlesen des Urteils an den Verurteilten oder die Sicherstellung, dass der Körper nach der Hinrichtung ordnungsgemäß entsorgt wurde. Ein wichtiger Teil ihrer Ausbildung war das Erlernen des Umgangs mit den psychologischen Herausforderungen ihres Berufs. Viele Henker stützten sich auf die Religion, um Trost zu finden und ihre Taten als Instrumente der göttlichen Gerechtigkeit zu rechtfertigen. Eine Anekdote aus der Geschichte verdeutlicht die Bedeutung von Präzision in der Arbeit eines Henkers. Im Jahr 1649
sollte König Karl I. von England durch Enthauptung hingerichtet werden. Der ernannte Henker Richard Brandon war so nervös wegen seiner Aufgabe, dass er vor dem Ereignis eine große Menge Alkohol zu sich nahm. Infolgedessen gelang es dem ersten Schlag seiner Axt nicht, den Kopf des Königs abzutrennen, was einen zweiten Schlag zur Vollendung der Aufgabe erforderlich machte. Dieses Missgeschick diente nur dazu, die Bedeutung der Expertise und Ausbildung eines Henkers zu unterstreichen. Gelegentlich tauchte ein berühmtes Zitat oder eine Phrase aus der Geschichte der Henker auf. Ein solches Beispiel stammt von Charles-Henri Sanson, der während der Französischen Revolution der Chefhenker von Frankreich war. Sanson war verantwortlich für die Hinrichtung von König Ludwig XVI. Und nach Vollendung der Aufgabe erklärte er angeblich: „Der König ist nicht mehr." Diese Phrase, obwohl einfach, symbolisierte das Ende einer Ära und die Geburt einer neuen politischen Ordnung. Instrumente der Vergeltung, die gräußliche Kunst der mittelalterlichen Hinrichtung. Das Mittelalter war geprägt von einer Vielzahl brutaler und grässlicher Hinrichtungsmethoden. Herrscher und Gerichte in ganz Europa nutzten diese Strafen als Mittel zur Durchsetzung ihrer Macht, zur Abschreckung von Verbrechen und sogar zur makabren Unterhaltung der Massen. Tauchen wir ein in die dunkle Welt der mittelalterlichen Hinrichtungsmethoden, entdecken wir die Werkzeuge und Geräte, die der Henker einsetzte, und werfen Licht auf die düsteren Schauspiele, die einst das Publikum fesselten und entsetzten. Eine der häufigsten Hinrichtungsmethoden im Mittelalter war das Hängen. Vor allem bei gewöhnlichen Bürgern eingesetzt, galt das Hängen als eine relativ schnelle und effiziente Methode. Der Verurteilte würde zu einem Gerüst oder Galgen geführt, oft begleitet von einer Prozession und einem Priester, der die letzten Ölungen erteilte. Ein aus Hanfseil gefertigter Strick würde um den Hals des Verurteilten gelegt und der Henker würde dann die Unterstützung unter ihnen entfernen, was dazu führte, dass sie fielen und vom Seil gehalten wurden. Ein geschickter Henker würde darauf abzielen, den Hals zu brechen, was einen sofortigen Tod verursachen würde. Die Enthauptung, eine weitere prominente Hinrichtungsmethode, war typischerweise dem Adel und denen von höherem sozialen Stand vorbehalten. In England war eine der bekanntesten Enthauptungen die von Anne Boleyn, der zweiten Frau von König Heinrich dem 18. Im Jahr 1536 wurde Anne der Ehebruch, Inzest und Hochverrat vorgeworfen und sie wurde zum Tod durch Enthauptung verurteilt. Der König entschied sich jedoch, ein gewisses Maß an Gnade zu zeigen, indem er einen geübten Schwertkämpfer aus Frankreich einfliegen ließ, um die Hinrichtung durchzuführen, anstatt die traditionelle Axt zu benutzen. Dies galt als humanere Methode, da das scharfe Schwert den Kopf mit einem einzigen schnellen Schlag abschneiden würde. Die Verbrennung auf dem Scheiterhaufen war eine weitere Hinrichtungsmethode im Mittelalter, oft vorbehalten für diejenigen, die des Häresie oder der Hexerei beschuldigt wurden. Im Jahr 1431 wurde Johanna von Orléans, eine französische Nationalheldin, die göttliche Führung beanspruchte, von den Engländern gefangen genommen und der Häresie beschuldigt. Sie wurde daraufhin auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ihre Hinrichtung wurde zum Symbol des Martyriums. Opfer dieser grausamen Methode würden an einen Holzpfahl gebunden, umgeben von brennbaren Materialien wie Holz und Stroh. Der Henker würde dann das Scheiterhaufen entzünden und der Verurteilte würde in den darauffolgenden Flammen umkommen. Die Zeichnung und Vierteilung, vielleicht eine der brutalsten Hinrichtungsmethoden, war typischerweise denen vorbehalten, die des Hochverrats schuldig gesprochen wurden. Der Prozess beinhaltete mehrere Stufen, darunter das Aufhängen des Verurteilten bis fast zum Tod, gefolgt von Ausweidung, Enthauptung und schließlich die Zerlegung des Körpers in vier Teile. Einer der bekanntesten Fälle dieser Strafe ereignete sich im Jahr 1305, als der schottische Patriot William Wallace von den Engländern gefangen genommen und dieser brutalen Hinrichtungsmethode unterzogen wurde. Die von den Henkern BEI diesen Methoden verwendeten Werkzeuge und Geräte waren sowohl einfach als auch makaber. Äxte, Schwerter und der gefürchtete Henkersblock waren die wichtigsten Werkzeuge für Enthauptungen. Für Hängungen waren ein gut gebauter Galgen und ein starkes Hanfseil die wesentlichen Bestandteile. Bei Verbrennungen benötigte der Henker einen stabilen Pfahl und eine Fülle von brennbaren Materialien. Und für Zeichnungen und Viertelungen würde ein scharfes Messer oder eine Klinge verwendet, um die Ausweidung und Zerlegung durchzuführen. In den Worten des 16. Jahrhunderts
Dichters François Villon, »Wo sind die Schneeflocken von gestern?« Diese eindringlichen Zeilen erinnern uns daran, dass die Ära der brutalen Hinrichtungen im Mittelalter längst vorbei ist. Aber die Instrumente der Vergeltung, die von den Henkern eingesetzt wurden, sind immer noch groß in unserem kollektiven Gedächtnis präsent. Indem wir die Werkzeuge und Methoden untersuchen, die BE diesen düsteren Schauspielen eingesetzt wurden, gewinnen wir ein tieferes Verständnis für die harten Realitäten der mittelalterlichen Justiz und die erschütternden Prüfungen, die einst die Gesellschaft beherrschten. Das Rad, auch bekannt als das Rad der heiligen Katharina, war ein weiteres schreckliches Werkzeug, das zur Hinrichtung von Verbrechern verwendet wurde. Der Verurteilte würde an ein großes hölzernes Rad gebunden, mit seinen Gliedmaßen ausgebreitet und an den Speichen befestigt. Der Henker würde dann eine Eisenstange oder einen Hammer verwenden, um die Knochen des Opfers zu brechen, was sie unfähig machte, ihrem quälenden Schicksal zu entkommen. Das Rad würde dann an einem Pfahl in die Luft gehoben, wobei der gebrochene und zerschlagene Mensch den Elementen ausgesetzt war, wo sie letztendlich sterben würden. Eine andere Hinrichtungsmethode, wenn auch weniger verbreitet, war die grausame Praxis des lebendigen Kochens. Im Jahr 1531 wurde der Engländer Richard Roos des Versuchs schuldig gesprochen, John Fisher, den Bischof von Rochester, zu vergiften. Roos wurde dazu verurteilt, in einem großen Kessel mit Wasser oder Öl lebendig gekocht zu werden. Der Henker wäre verantwortlich für die Überwachung der Erhitzung des Kessels und dafür zu sorgen, dass der Verurteilte auf diese quälende Weise sein schreckliches Ende findet. Die verschiedenen Hinrichtungsmethoden, die während des Mittelalters angewandt wurden, waren zweifellos brutal und gnadenlos, aber sie erfüllten einen bestimmten Zweck im Bewusstsein der herrschenden Klasse. Durch die Unterwerfung von Verbrechern unter diese erschreckenden Strafen suchten sie ihre Autorität zu verstärken, potenzielle Übeltäter abzuschrecken und eine Art von Ordnung in einer Zeit aufrechtzuerhalten, in der Gewalt und Chaos oft die Oberhand hatten. Verschleiert in Dunkelheit, die verhüllte Identität der mittelalterlichen Henker. In den Schatten der Geschichte ragte der mittelalterliche Henker als eine Figur der Angst und des Schreckens hervor. Sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne in Dunkelheit gehüllt, trugen diese düsteren Vollstrecker der Gerechtigkeit eine unverwechselbare Kleidung, die dazu diente, ihre Identität vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen. Indem wir die Gründe hinter der Notwendigkeit der Anonymität des Henkers und die besondere Kleidung und Masken, die sie trugen, untersuchen, decken wir eine verborgene Facette ihres Lebens auf, die mit Geheimhaltung und Stigma verbunden ist. Um die Notwendigkeit der Anonymität des Henkers zu verstehen, muss man zunächst den gesellschaftlichen Kontext betrachten, in dem sie tätig waren. Im Mittelalter wurden Henker oft geächtet und als gesellschaftliche Ausgestoßene betrachtet. Sie wurden als Unberührbare angesehen und ihr Beruf wurde als unehrenhaft angesehen. Dieses Stigma erstreckte sich auf ihre Familien, was es für Henker und ihre Angehörigen schwierig machte, bedeutungsvolle Beziehungen zu anderen in ihrer Gemeinschaft aufzubauen. Angesichts dieser sozialen Isolation ist es nicht überraschend, dass Henker versuchten, einen gewissen Grad an Anonymität bei der Ausübung ihrer Pflichten zu wahren. Indem sie ihre Identitäten verbargen, hofften sie, das Risiko von Vergeltungsmaßnahmen von den Freunden oder Familien derjenigen, die sie hingerichtet hatten, zu minimieren und das soziale Stigma zu verringern, das ihnen in ihrem täglichen Leben begegnen könnte. Die Kleidung, die von Scharfrichtern getragen wurde, variierte je nach Region und Zeitperiode. Allerdings gab es einige gemeinsame Elemente, die dazu beitrugen, ihre Identität vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Eines der erkennbarsten Merkmale des Scharfrichterensembles war die Kapuze oder Maske. Oft aus schwarzem Stoff oder Leder gefertigt, bedeckten diese Kapuzen das Gesicht des Scharfrichters und ließen nur ihre Augen frei. In einigen Fällen waren die Kapuzen mit grotesken und furchteinflößenden Merkmalen verziert, die dazu dienten, die Verurteilten einzuschüchtern und die Identität des Trägers weiter zu verschleiern. Zusätzlich zur Kapuze oder Maske trugen Scharfrichter typischerweise dunkle, unverzierte Kleidung, die sich in die Schatten einfügte und sie daran hinderte, in einer Menge aufzufallen. Diese düstere Kleidung umfasste oft einen langen Mantel oder Umhang, Handschuhe und robuste Stiefel, die alle dazu dienten, den Scharfrichter vor der grausigen Natur ihrer Arbeit zu schützen und ihre Identität in Dunkelheit gehüllt zu halten.
Obwohl viele Scharfrichter ihre Anonymität bewahren wollten, gab es einige, die Berühmtheit erlangten und bekannte Persönlichkeiten ihrer Zeit wurden. Eine solche Person war Charles-Henri Sanson, der oberste Scharfrichter von Frankreich während der Französischen Revolution. Trotz der weit verbreiteten Kenntnis seines Berufs galt Sanson als Mann von Integrität und Ehre und gewann sogar den Respekt einiger seiner Zeitgenossen. Seine berüchtigte Rolle bei der Hinrichtung von König Ludwig, dem 16. und anderen hochrangigen Persönlichkeiten während der Revolution sicherte ihm seinen Platz in der Geschichte als eine Schlüsselfigur in einer turbulenten Periode. Eine weitere neugierige Anekdote bezüglich der Scharfrichterkleidung betrifft den deutschen Scharfrichter Franz Schmidt aus dem 16. Jahrhundert. Als offizieller Scharfrichter von Nürnberg musste Schmidt die traditionelle Kapuze und den Umhang tragen, während er seine Pflichten ausübte. Nach seinem Ruhestand verbrannte er jedoch angeblich seine Scharfrichterkleidung in einer öffentlichen Darstellung und schnitt symbolisch die Verbindungen zu seinem düsteren Beruf ab und legte das damit verbundene Stigma ab. Verstoßene durch die Klinge, die einsame Welt des mittelalterlichen Henkers. Der mittelalterliche Henker, umhüllt von Geheimnis und Dunkelheit, war eine Figur, die sowohl gefürchtet als auch verachtet wurde. Mit der grausigen Aufgabe betraut, die brutalsten Strafen der Gesellschaft auszuführen, trugen diese Menschen das Gewicht eines schweren sozialen Stigmas, das weit über das Schafott hinausreichte. Die Tätigkeit des Henkers wurde oft als ehrlos und beschämend angesehen, eine Rolle, die denen auferlegt wurde, die wenige andere Möglichkeiten zum Überleben hatten. Häufig wurde die Position von einer Generation zur nächsten weitergegeben, wodurch ganze Familien in einem Zyklus von Stigma und Isolation gefangen waren. In einigen Fällen wurden Menschen als Form der Bestrafung oder zur Tilgung einer Schuld in die Rolle gezwungen, was sicherstellte, dass ihr Leben für immer von der Trübsal ihres düsteren Berufes geprägt sein würde. In ihren Gemeinden wurden Henker oft als Ausgestoßene behandelt, gemieden und von ihren Nachbarn verstoßen. Sie galten als unberührbar und ihre bloße Anwesenheit wurde als Unglück und Pech angesehen. Diese Ausgrenzung erstreckte sich auf fast alle Aspekte ihres Lebens, vom Wohnort bis hin zu den Möglichkeiten für soziale Interaktion. Henker wurden oft an den Rändern von Städten angesiedelt, in der Nähe von Friedhöfen oder anderen Orten, die mit Tod und Verfall in Verbindung gebracht wurden. Selbst wenn sie eine Stadt oder ein Dorf betraten, mussten sie oft ihre Anwesenheit ankündigen, damit die Bewohner sie meiden konnten, wenn sie es wünschten. Trotz ihrer Isolation waren die Henker nicht völlig mittellos oder ohne Ressourcen. In einigen Fällen wurden sie von den Behörden, die sie beschäftigten, mit einem bescheidenen Einkommen, Wohnraum und sogar einem gewissen Grad an rechtlichem Schutz versorgt. Diese Unterstützung konnte jedoch das allgegenwärtige Stigma, das ihr Leben umgab, und die Verachtung, die sie von ihren Mitbürgern erfuhren, nur wenig ausgleichen. Das persönliche Leben der Henker war ähnlich mit Schwierigkeiten behaftet. Viele kämpften darum, dauerhafte Beziehungen zu knüpfen, da nur wenige bereit waren, sich mit jemandem zu assoziieren, der die Bürde seines Berufs trug. Ehen, wenn sie überhaupt zustande kamen, wurden oft innerhalb von Henkersfamilien arrangiert, um sicherzustellen, dass das Stigma innerhalb ihrer abgeschlossenen Gemeinschaft blieb. Trotz der Widrigkeiten, denen sie ausgesetzt waren, gelang es einigen Henkern, Trost und sogar einen gewissen Respekt in ihrem Beruf zu finden. Der bereits erwähnte Franz Schmidt von Nürnberg, der 45 Jahre lang als offizieller Henker der Stadt diente, führte ein detailliertes Tagebuch über seine Arbeit und gewährte einen seltenen Einblick in das Leben und die Denkweise eines Mannes, der die grausamsten Aufgaben der Gesellschaft ausführte. Schmidts Schriften offenbaren ein tiefes Pflichtgefühl und Engagement für seine Arbeit sowie den Wunsch, für seine Fähigkeiten und Professionalität anerkannt zu werden. Eine weitere Geschichte, die das komplexe Verhältnis zwischen Henkern und der Gesellschaft, die sie verstoßen hat, beleuchtet, ist die Geschichte des legendären englischen Henkers Jack Ketch. Ketch, der im späten 17. Jahrhundert als offizieller Henker von London diente, erlangte einen Ruf für seine Brutalität und Inkompetenz. Trotz seines schlechten Rufs gelang es Ketch, durch Bestechungen und andere illegale Mittel ein kleines Vermögen anzuhäufen, was das unbehagliche Gleichgewicht zwischen der Abscheu der Öffentlichkeit vor dem Henker und ihrer Abhängigkeit von seinen Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung verdeutlicht. Blutgeld,
die grausamen Belohnungen des mittelalterlichen Henkers. In der harschen Welt des Mittelalters diente der Henker als düsterer Vollstrecker der Gerechtigkeit, verhängte Strafen und setzte das Gesetz in einer Gesellschaft durch, die von Gewalt und Aufruhr geprägt war. Aber obwohl ihr Beruf in Dunkelheit und Stigma gehüllt war, waren diese rätselhaften Figuren nicht ohne ihre Belohnungen. Henker im Mittelalter wurden typischerweise auf verschiedene Weisen entlohnt, wobei ihr Einkommen je nach Region und speziellen Umständen ihrer Anstellung variierte. Eine gängige Form der Bezahlung war ein festes Gehalt, das von den örtlichen Behörden, die sie beschäftigten, bereitgestellt wurde. Dieses stetige Einkommen bot einen gewissen Grad an finanzieller Sicherheit, obwohl es oft bescheiden war im Vergleich zu den Einkommen anderer Facharbeiter. Zusätzlich zu ihrem Grundgehalt hatten Henker oft Anspruch auf Gebühren für das Ausführen spezifischer Aufgaben. Diese Gebühren konnten je nach Komplexität und Schwere der zu vollziehenden Strafe variieren, wobei besonders grausame oder hochkarätige Hinrichtungen höhere Preise erzielen konnten. So könnte ein Henker beispielsweise eine verhältnismäßig geringe Gebühr für das Ausführen einer einfachen Hängung erhalten, während kompliziertere und grausamere Methoden wie Vierteilen oder Verbrennen am Pfahl einen Aufschlag erbringen könnten. Henker wurden manchmal auch zusätzliche Vergünstigungen und Vorteile als Teil ihres Entlohnungspakets gewährt. In einigen Regionen erhielten sie eine gewisse rechtliche Protektion, die sicherstellte, dass sie nicht für Handlungen strafrechtlich verfolgt werden konnten, die sie im Rahmen ihrer Pflichten begingen. Dies war besonders wichtig angesichts der gewalttätigen Natur ihrer Arbeit und der Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen von Freunden oder Familien derer, die sie hingerichtet hatten. Ein besonders kurioser Aspekt der Entlohnung des Henkers war die Praxis, ihnen das Recht einzuräumen, die Habseligkeiten des Verurteilten zu beanspruchen. Diese makabre Form der Erbfolge konnte sich als recht lukrativ erweisen, besonders in Fällen, in denen das Opfer eine wohlhabende oder hochrangige Person war. Henker könnten auch Anspruch auf einen Teil der gegen die Verurteilten oder ihre Familien verhängten Geldstrafen haben, was den Topf für diejenigen, die bereit waren, sich in diesem düsteren Beruf zu engagieren, noch weiter versüßte. Trotz der verschiedenen Formen der Entlohnung, die Henkern zur Verfügung standen, waren ihre finanziellen Aussichten oft unsicher und viele hatten Mühe, über die Runden zu kommen. Diese prekäre finanzielle Situation veranlasste einige Henker dazu, zusätzliches Einkommen durch weniger ehrbare Mittel zu suchen. Beispielsweise könnten sie Bestechungsgelder von den Verurteilten oder ihren Familien für eine schnellere oder leichtere Hinrichtung annehmen, oder sie könnten sich auf den Handel mit menschlichen Körpern oder Teilen für die medizinische oder okkulte Forschung einlassen. Düstere Schatten, die verborgene Qual des mittelalterlichen Henkers. In der gnadenlosen Welt des Mittelalters spielte der Henker eine entscheidende und doch verhasste Rolle, er übte brutale Gerechtigkeit aus und flößte Angst in die Herzen der Bevölkerung ein. Während ihr Beruf ihnen ein Einkommen einbrachte, forderte er auch einen hohen psychischen Tribut von denen, die die Axt oder den Strick schwangen. Ein Henker zu sein bedeutete, eng mit Tod, Schmerz und Leiden vertraut zu sein. Tag für Tag wurden diese Menschen damit beauftragt, das Leben ihrer Mitmenschen zu nehmen, oft auf die brutalsten und qualvollsten Weisen, die man sich vorstellen kann. Diese düstere Pflicht hinterließ unweigerlich einen Abdruck auf ihrer Psyche, wobei viele Henker mit Gefühlen von Schuld, Reue und Verzweiflung kämpften. Die ständige Konfrontation mit Gewalt und Tod konnte auch Symptome hervorrufen, die dem entsprechen, was wir heute als posttraumatische Belastungsstörung erkennen, wobei der Henker lange nachdem die Axt gefallen war, von Flashbacks und Albträumen heimgesucht wurde. Angesichts dieser psychischen Qual entwickelten Henker verschiedene Bewältigungsmechanismen, um ihre mentale Gesundheit zu schützen und einen Anschein von Stabilität aufrechtzuerhalten. Eine solche Strategie bestand darin, ihre Arbeit als notwendige Pflicht zu betrachten, eine essentielle Dienstleistung, die sie der Gesellschaft zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung erbrachten. Indem sie ihr Handeln als eine Form der göttlichen Gerechtigkeit einordneten, konnten sie sich von der Brutalität ihrer Taten distanzieren und Trost in dem Glauben finden, dass sie im Einklang mit einem höheren Zweck handelten. Ein weiterer Bewältigungsmechanismus, den einige Henker anwandten, bestand darin, sich auf die technischen Aspekte ihrer Arbeit zu konzentrieren, ihre Fähigkeiten zu verfeinern
und stolz auf ihr Fachwissen zu nehmen. Indem sie sich auf die Präzision und Effizienz ihrer Methoden konzentrierten, konnten sie sich von der inhärenten Grausamkeit ihrer Handlungen distanzieren und Befriedigung aus ihrer Meisterschaft eines schwierigen und anspruchsvollen Handwerks ziehen. Trotz dieser Bewältigungsstrategien konnte die psychische Belastung ihres Berufs für einige Henker dennoch überwältigend sein. Alkoholismus, Depressionen und andere Formen von psychischen Erkrankungen waren unter diesen Menschen nicht ungewöhnlich, da sie versuchten, den Schmerz zu betäuben und die Geister, die ihre Gedanken heimsuchten, zum Schweigen zu bringen. Ein ergreifendes Beispiel für die emotionalen Turbulenzen, mit denen Henker konfrontiert waren, findet sich in der Geschichte von Charles-Henri Sanson, dem Oberhenker von Frankreich während der Französischen Revolution. In seinen Memoiren beschreibt Sanson die Schuld und Reue, die er nach der Hinrichtung von König Louis XVI. Verspürte, und gesteht, dass er von der Erinnerung an den gestürzten Monarchen gequält wurde und es schwer hatte, seine Handlungen mit seinem eigenen Gewissen in Einklang zu bringen. Dieser eindrucksvolle Bericht dient als starke Erinnerung an die komplexe und oft gequälte emotionale Landschaft, die unter der Haube des Henkers verborgen lag. Zwischen Himmel und Hölle. Die Rituale des mittelalterlichen Henkers. In der schattigen Welt des mittelalterlichen Henkers war die Grenze zwischen Leben und Tod eine feine. Und die Rituale, die ihre düstere Arbeit umgaben, waren von symbolischer und praktischer Bedeutung aufgeladen. Vor einer Hinrichtung würde der Henker oft eine Reihe von Vorbereitungsritualen durchführen, sowohl um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, als auch um göttlichen Schutz und Führung zu erbitten. Eine solche Praxis war die Prüfung und Wartung ihrer Werkzeuge und Ausrüstung. Die Klinge der Axt oder des Schwertes würde geschärft und poliert, das Seil des Galgens auf Mängel untersucht und die Maschinerie des Rades oder der Streckbank sorgfältig kalibriert. Durch die Beachtung dieser praktischen Details strebte der Henker danach, das Risiko von Fehlern zu minimieren und einen schnellen und effizienten Tod für den Verurteilten zu gewährleisten. Über die praktischen Aspekte ihrer Arbeit hinaus waren Henker auch stark bewusst von den spirituellen Dimensionen ihres Berufs. In vielen Fällen würden sie vor einer Hinrichtung beten und andere fromme Praktiken durchführen, um Vergebung für ihre Handlungen zu erbitten und die göttliche Unterstützung ihrer Schutzheiligen anzurufen. Dieses sakrale Element ihrer Arbeit diente dazu, die Idee zu verstärken, dass sie als Vertreter der göttlichen Gerechtigkeit handelten und half ihnen, mit den moralischen und ethischen Herausforderungen ihres Gewerbes umzugehen. Während der Hinrichtung selbst variierten die Rituale und Bräuche, die das Verfahren regelten, je nach Hinrichtungsmethode und den lokalen Traditionen der Region. In einigen Fällen würde dem Verurteilten ein letztes Mal gewährt oder die Möglichkeit gegeben, ihre Sünden vor einem Priester zu bekennen, während in anderen Fällen sie einer öffentlichen Demütigung und Leiden ausgesetzt wurden, die als Abschreckung für andere dienen sollten. Der Henker spielte oft eine zentrale Rolle in diesen Zeremonien, als sowohl das Instrument der Gerechtigkeit als auch die Verkörperung von gesellschaftskollektivem Zorn und Vergeltung. Sobald die Hinrichtung durchgeführt war, endeten die Verantwortlichkeiten des Henkers nicht. Sie waren oft damit beauftragt, die Überreste zu entsorgen, sei es durch Beerdigung, Einäscherung oder auf andere Weise. In einigen Fällen wurden die Leichen der Hingerichteten zur Abschreckung öffentlich ausgestellt, wobei der Henker mit der Anordnung des grausamen Tableaus beauftragt war. In anderen Fällen waren sie dafür verantwortlich, die Überreste an medizinische Fachleute oder Sammler zu verteilen, die sie wegen ihres Bildungs- oder makabren Reizes schätzten. Die dunklen Kaiser, berüchtigte Henker der Zeitalter. In den düsteren Aufzeichnungen der Geschichte heben sich die Namen bestimmter Henker hervor, berüchtigt für ihre Rolle bei der Gestaltung des Verlaufs der Ereignisse und des Schicksals derjenigen, die ihren Weg kreuzten. Unsere Reise beginnt mit der rätselhaften Figur von Franz Schmidt, einem deutschen Henker, der sein Handwerk im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert ausübte. Aus einer Henkerfamilie stammend, war Schmidt für seine außergewöhnliche Fertigkeit und Professionalität bekannt. Im Laufe seiner 45-jährigen Karriere soll er mehr als 350 Menschen hingerichtet haben und dokumentierte jede Handlung sorgfältig in seinem persönlichen Tagebuch. Trotz des an seinem Beruf haftenden Stigmas war Schmidt für seine Frömmigkeit und seine Hingabe an seine Familie bekannt.
ein Zeugnis für die komplexe und oft widersprüchliche Natur der Henkerwelt. Wenn wir den Kanal nach England überqueren, treffen wir auf die berüchtigte Figur von Jack Ketch, einem englischen Henker, dessen Name zum Synonym für Brutalität und Inkompetenz geworden ist. Ketch, der im späten 17. Jahrhundert tätig war, erlangte durch eine Reihe von verpfuschten Hinrichtungen einen grausamen Ruf, insbesondere die des Herzogs von Monmouth im Jahr 1685. Bei diesem unglücklichen Ereignis soll Ketch 5 Schläge gebraucht haben, um den Kopf des Herzogs abzutrennen, wobei einige Berichte behaupten, dass er zu einem Messer greifen musste, um die grausige Aufgabe zu erfüllen. In den folgenden Jahrhunderten lebte Ketchs Name in der Schande weiter, ein dunkles Gespenst, das die Aufzeichnungen der britischen Geschichte heimsucht. Jenseits des Atlantiks treffen wir auf die rätselhafte Figur von Tom Horn, einem legendären Scout und Gesetzeshüter des amerikanischen Westens, der auch während der späteren Jahre des 19. Jahrhunderts als Henker diente. Horns Karriere als Henker war von Kontroversen geprägt, wobei viele die Legalität und Moral seiner Methoden in Frage stellten. Er wird wohl am besten für seine Rolle B.E., der Hängung von William Willie Nickel, in Erinnerung bleiben, einem jungen Mann, der des Viehdiebstahls beschuldigt wurde, eine Tat, die letztlich zur eigenen Hinrichtung von Horn im Jahr 1903 führen sollte. Zurück auf dem europäischen Kontinent begegnen wir der schaurigen Figur von Anatole Daibler, einem französischen Henker, der im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert die Guillotine führte. Bekannt für seine Effizienz und Professionalität, richtete Daibler während seiner Amtszeit über 400 Menschen hin, darunter den berüchtigten Anarchisten Ravachol und den berüchtigten Serienmörder Henri Landru. Trotz der düsteren Natur seiner Arbeit war Daibler ein privater und zurückhaltender Mann, der das Rampenlicht mied und sich bemühte, in seinem persönlichen Leben einen Anschein von Normalität zu wahren. Ein makabres Schauspiel, das Theater der öffentlichen Hinrichtungen im Mittelalter. In der turbulenten Welt des Mittelalters waren öffentliche Hinrichtungen eine düstere und allgegenwärtige Erscheinung in der Gesellschaft, die einen langen Schatten auf das Leben der Hochgeborenen und der einfachen Leute gleichermaßen warfen. Um das komplexe Geflecht von Emotionen, Motivationen und Begehren zu verstehen, das diese brutalen Schauspiele an die Herzen und Köpfe ihres Publikums band, müssen wir uns in die vielschichtige Rolle vertiefen, die sie in der mittelalterlichen Welt spielten. In einer Zeit vor dem Fernsehen und dem Internet boten öffentliche Hinrichtungen eine morbide Form der Unterhaltung für die Massen, die große Menschenmengen anlockten, die auf den Nervenkitzel des Schauspiels aus waren. Die grausamen Details des Schicksals des Verurteilten wurden oft im Voraus angekündigt und die Menschenmenge würde sich früh versammeln, um die besten Aussichtspunkte zu sichern. Straßenverkäufer würden Essen und Trinken verkaufen und eine Karnevalsatmosphäre würde die Luft durchdringen. Die Menschenmenge würde den Verurteilten verhöhnen und verspotten, sich an ihrem Leiden und ihrer Demütigung erfreuen. Auf diese Weise dienten öffentliche Hinrichtungen als eine Form der Katharsis für die Massen, die es ihnen ermöglichte, ihre Frustrationen und Ängste auf ein wehrloses Sündenbock zu entladen. Über ihre Rolle als Unterhaltung hinaus dienten öffentliche Hinrichtungen auch als mächtige Abschreckung gegen Verbrechen. In einer Gesellschaft, in der die Rechtsstaatlichkeit oft bestenfalls fragwürdig war, stützten sich die Behörden auf die Drohung öffentlicher Bestrafung, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und Angst in die Herzen potenzieller Übeltäter zu säen. Das grausame Schicksal, das diejenigen erwartete, die die Grenzen des akzeptablen Verhaltens überschritten, sollte als scharfe Warnung für andere dienen, eine eindringliche Erinnerung an die Konsequenzen des Verlassens der engen Grenzen des Gesetzes. Auf diese Weise waren öffentliche Hinrichtungen ein wichtiges Instrument in der Hand der mittelalterlichen Strafverfolgungsbehörden, eine starke Erinnerung an die ständig präsente Bedrohung der Vergeltung, die über dem Leben derer hing, die es wagten, die etablierte Ordnung herauszufordern. Im Kern waren öffentliche Hinrichtungen auch eine eindrucksvolle Demonstration von Autorität und Macht. Durch das Ausüben von Strafe auf solch öffentliche und brutale Weise versuchten die Herrschenden, ihre Herrschaft über das Leben ihrer Untertanen zu behaupten und die Vorstellung zu verstärken, dass sie die ultimativen Schiedsrichter von Leben und Tod waren. Die Anwesenheit hochrangiger Beamter bei all diesen Ereignissen unterstrich diese Botschaft,
verlieh den Verfahren das Gewicht ihrer Autorität und stellte sicher, dass das Publikum keinen Zweifel daran hatte, wer die Zügel der Macht in den Händen hielt. Auf diese Weise dienten öffentliche Hinrichtungen als eine Form des politischen Theaters, eine Bühne, auf der die Herrschenden ihre Kontrolle über die Kräfte des Chaos und der Unordnung demonstrieren konnten, die drohten, die mittelalterliche Welt zu verschlingen. Von Dunkelheit zu Licht, die Entwicklung und Transformation der Rolle des Scharfrichters. Die Rolle des Scharfrichters hat im Laufe der Geschichte bedeutende Veränderungen durchgemacht, geprägt durch die wechselnden Strömungen der öffentlichen Meinung, Fortschritte in der Technologie und das sich entwickelnde Verständnis von Gerechtigkeit und Bestrafung. Diese Reise von den dunklen Ecken des Mittelalters bis zur aufgeklärteren Neuzeit spiegelt die breitere Transformation der Gesellschaft selbst wider und bietet ein einzigartiges Fenster in die ständig wechselnde Landschaft der menschlichen Moral. Im Mittelalter war der Scharfrichter eine Figur der Furcht und des Schreckens, eine Verkörperung der urtümlichsten Instinkte der Gesellschaft für Rache und Vergeltung. In Anonymität gehüllt und mit den Werkzeugen ihres düsteren Handels bewaffnet, hatten diese Menschen das Leben und den Tod in ihren Händen. Sie vollstreckten die Strafen im Auftrag ihrer Herren. Als sich die öffentliche Meinung jedoch zu verändern begann, begann auch die Rolle des Scharfrichters sich zu entwickeln. Die Aufklärung brachte neue Ideen und Werte mit sich, was zu einer Neubewertung der Moralität der Todesstrafe und des Platzes des Scharfrichters in der Gesellschaft führte. Diese Transformation wurde weiter beschleunigt durch das Aufkommen neuer Technologien, wie etwa der Guillotine, die eine humanere und effizientere Methode der Hinrichtung versprach. Erfunden am Ende des 18. Jahrhunderts von Dr. Joseph Ignace Guillotin, sollte die Guillotine den Prozess der Hinrichtung demokratisieren und sicherstellen, dass alle verurteilten Personen, unabhängig von ihrem sozialen Status, dasselbe schnelle und schmerzlose Ende finden würden. Diese Entwicklung markierte einen Wendepunkt in der Entwicklung der Rolle des Scharfrichters, da die traditionellen Fertigkeiten des Handwerks zugunsten von Mechanisierung und Automatisierung abgelöst wurden. Als das 19. Jahrhundert voranschritt, intensivierte sich die Debatte um die Moralität der Todesstrafe weiter, angeheizt durch die Arbeit von Philosophen, Schriftstellern und Sozialreformern. In den Vereinigten Staaten gewann die abolitionistische Bewegung an Fahrt, was zu einer Neubewertung der Rolle des Scharfrichters und der Ethik der staatlich sanktionierten Tötung führte. Dieser Prozess gipfelte im 20. Jahrhundert in der allmählichen Abschaffung vieler Formen der Todesstrafe in Ländern auf der ganzen Welt, als Gesellschaften versuchten, humanere und effektivere Mittel zur Bekämpfung von Verbrechen und Bestrafung zu finden. In der Neuzeit ist die Rolle des Scharfrichters zunehmend marginalisiert worden, da viele Länder sich vollständig von der Praxis der Todesstrafe abgewandt haben. Wo Hinrichtungen noch stattfinden, werden sie oft von geschulten Fachleuten durchgeführt, die in einer klinischen und distanzierten Umgebung arbeiten. Der Scharfrichter der Vergangenheit mit seiner Kapuze und Axt hat dem gesichtslosen Techniker Platz gemacht, der eine tödliche Injektion verabreicht oder einen elektrischen Stuhl bedient. In den Worten des großen Philosophen George Santayana: Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Indem wir uns in das Leben der Scharfrichter vertiefen, die einst die Axt und die Schlinge schwangen, stellen wir sicher, dass ihre Geschichten nicht vergessen werden und dass wir weiterhin aus den Lektionen der Geschichte lernen. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser schaurigen Erkundung des Lebens eines Scharfrichters im Mittelalter begleitet haben. Wenn Ihnen diese Reise durch die Schatten der Vergangenheit gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, zu liken, zu teilen und zu abonnieren für weitere faszinierende Einblicke in die unerzählten Geschichten der Geschichte. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie neugierig und erkunden Sie weiterhin die verborgenen Ecken unserer gemeinsamen Vergangenheit.